Hallo da draußen, uns hat es in die Treetops verschlagen. Da schauen wir uns jetzt mal genauer um. Immer noch auf der Suche nach Drachen. Wir haben mittlerweile 35 von 50. Das heißt, uns fehlen noch 15. Ich glaube nicht, dass hier 15 Drachen auf uns warten. Heißt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen Backtracking betreiben müssen und in vorher besuchte Welten, zum Beispiel dieses Wizard-Ding, da müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Dahin. Okay, wir folgen diesem Magier oder dieser verschleierten Kreatur in Rot. Ja, wieder eine Truhe und ich kann sie nicht öffnen. Bestimmt gibt es in den Zwischenleveln jeweils eine Truhe und in der Hub Area und überall gibt es einen Schlüssel dafür. Isaac. Spyro, wenn du vom Ende einer Supersprintrampe springst, kannst du es weit bringen. Ich hab's im Griff. Ja, gut, der Tipp war jetzt nicht so hilfreich. Den Tipp haben wir nun wirklich schon lange gehört. Aber das hier ist keine Super. Das hier? Wie weit geht denn die Sprintrampe? Oh mein Gott, um die Ecke. Oh mein Gott. Okay. Das wird nicht so easy. Ich meine, in langsam ist es natürlich easy, aber wir werden ziemlich schnell sein. Puh! Das wäre geschafft. Hier ist wieder so eine Truhe. Muchel, hallo. Danke für dieses Leben. Es ist schön, dich... Ah, die Typen kann man einfach wegfeuern. Ich habe immer gedacht, man muss die anchargen und es mir unnötig schwer gemacht. Aber das... Was tust du? Hä? Was war das? Spyro, warum drehst du dich einfach in der Luft? Man, ist zwar schön, dass du diese tollen Kunststücke kannst, aber das wollte ich jetzt nicht sehen. Ich hätte lieber gesehen, wie du nicht stirbst. Auch ein schönes Kunststück. Zeig mir das mal. Beim nächsten Versuch. Im nächsten Leben. Was? Ich glaube, dieser Wirbel ist dort einfach und man muss dem ausweichen oder so. Also man sollte sich davon gar nicht treffen lassen. Ihr sagt mir jetzt aber nicht, dass man da hoch kann. Ich glaube, das wollen sie mir gerade sagen. Okay, hier geht's nur noch nach Hause. Wo ist der Wirbel? Hier. Okay, damit komme ich hier hin. Und das ist praktisch, wo ich herkomme. Oder? Ja, da komme ich her. Aber nee, nie im Leben kommt man da hoch. Okay, das war's dann mit den Treetops. Leider fehlen uns immer noch etliche Drachen. 14 an der Zahl. Was vermutlich heißen wird, dass wir ein bisschen Backtracking betreiben müssen. Wobei, eine Welt gab es hier noch. Die da. Wie auch immer ich da hinkomme. Wahrscheinlich wieder hier durch. Oh, ich hatte ihn doch. Ja gut. Es ist... Nee, das ist Metalhead. Da war ich schon. Verdammt. Verdammt. Da ist der Schlüssel. Wenn ich den jetzt sammle, dann lebendig zurückkomme und die Truhe öffne, dann weiß ich auch, was in der Truhe ist.
Ich hoffe ja ein Drache, aber das ergibt so schrecklich wenig Sinn. Da ist die Truhe. Es sind nur Diamanten. Gut, was heißt nur? Diamanten sind auch schön. Aber das bedeutet... Cray, wir müssen wieder nach zu den Peacekeepers. Nee, das ist falsch. Wir müssen zu den Magic-Typen. Diese absolute Stille. War hier der Zeppelin... Okay, hier ist nicht der Zeppelin-Typ. Jetzt sind wir einfach wieder zurückgelaufen. Ah, das war das eine Gebiet, in dem ich mich verlaufen habe. Schön, dass wir hier gelandet sind. So, da ist der Zeppelin-Meister. Gosnold, der Ballonenfahrer. Wir müssen zu den Magic Crafters. Und da gab's Wizard Peak. Und das war halt eine ganze Welt, die ich mir noch nicht angesehen habe, wo ich einfach schnell geflohen bin. Und dort müssen wir weitere Drachen finden. Aber es wirkt wirklich so, als müssten wir 100% der Drachen sammeln, um weiterzukommen gerade. Ja gut, er kann mir eigentlich egal sein. Bin ja aus ganz anderen Gründen hier. Was ist das eigentlich? Da ist ein Tor. Sind das die Alpine Ridge? Ich weiß nicht, ob ich in Alpine Ridge schon war. Ich würde das, weil jetzt kommt nämlich der Moment, wo ich vergesse, wo ich schon war, und das macht es nicht besser. Ich sollte ja schon gewesen sein. Ich war hier noch nie, oder? Nee, hier war ich noch nie. Okay, das erklärt dann auch, wo wahrscheinlich die verschwundenen Drachen hin sind. Einfach in Gebieten, wo ich dachte, da war ich, und dann war ich da nicht. Okay, den einfach ignorieren. Den kann man nicht besiegen. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, was mein Hassgebiet ist. Damit meine ich jetzt nicht spezifisch dieses Level, sondern halt diese ganze Hub-Area. Die Magic Crafters. Hab das Gefühl, dass es am schwierigsten und am demotivierendsten. Also perfekte. Bedingungen, um das Level nochmal zu spielen. Hat auch definitiv die gemeinsten Feinde mitunter. Da ist auch schon der erste Drache, den ich noch befreien muss. Steht es vielleicht doch irgendwie... Ah! Hier steht überall, wo mir wie viele Drachen fehlen. In High Caves fehlen mir schon zum Beispiel einer. Ich wusste nicht, dass Select irgendwas macht. Auf Wizard Peak fehlen mir zwei. Und hier fehlen mir ganze vier. Okay. Das hilft enorm. Sorry, dass ich das nicht wusste. Ich nehme ziemlich viel im Voraus auf und kann demnach nicht auf Kommentare rübsen. Nicht so sehr auf Kommentare eingehen. Ich hab nicht gerübst. Zuschauerlein, das hast du dir eingebildet. Es ist Zane. Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, riesigen, grässlichen Monstern, oder? Na
Natürlich nicht. Hab ich auch nicht erwartet. Mhm, sehr lieb von dir. Auf jeden Fall, wenn wir hier durch sind, dann haben wir schon 40. Das Pferd holen? Das Pferd! Genau, Marco, das Pferd. Das ist doch kein Pferd. Sieht doch jeder, dass das ein Flamingo ist. Ich meinte das Schaf, verdammt. Okay, richtig abgeschätzt, das freut mich sehr. So richtig abschätzig bin ich mittlerweile. Ich kann es halt immer noch nicht fassen, dass ich... Es ist Eldred. Rede, Eldred. Danke, dass du mich befreit hast. Ja, das ist alles, was er uns zu sagen hat. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich eine ganze Welt übersehen habe und dachte, ich hab doch alles ungefähr. Aber die schöne Map oder beziehungsweise dieser schöne Bildschirm, den wir gefunden haben, den ich gefunden habe, ganz allein, der wird mir ja in Zukunft sagen, wenn ich irgendwas Dämliches tue. Ich hätte mir aber auch irgendwie denken sollen oder können, dass man nicht raten muss, wo wie viele Drachen sind. Ah, auf der anderen Seite, zu dieser Zeit, zu der Spyro rauskam, kamen noch ganz andere Spiele raus, die genau das von ihr verlangt hätten. Deshalb, irgendwie macht es schon Sinn. Ergab es Sinn. Denn Sinn macht man ja nicht. So, da ist noch ein Drachelein. Erstmal den Magier. Au. Mir gefallen die Soundeffekte, die sie machen, wenn man sie wegbamst. Au. Zander, der gute Frank. Gute Arbeit, Spyro. Wenn du so weitermachst, lernst du alle Tricks der Magic Crafter Welt. Yay! So, man könnte jetzt natürlich von hier oben... Ich hatte noch einen Drachen gesehen. Oder war das der? Ich glaube, der Drache, den ich gesehen hatte, war dieser. Aber uns fehlt noch einer, richtig? Genau, einen gibt es hier noch. Da ich sterbe. Tschüss, schnöde Welt. Purzelbaum in den Tod. Okay, ich habe jetzt noch ein Leben. Dieses Mal weiß ich aber, dass man hier abspringen muss. Warte mal, das ist der Anfang. Oh fuck. Das ist nicht so wirklich, was ich erwartet habe. Zumindest sind die Gegner noch tot. Das würde mir jetzt noch in den Kram passen. Hin und wieder mal umschauen. Vielleicht sehen wir den fehlenden Drachen ja sogar. Lass mal hier speichern. Wobei ich glaube, wenn ich null Leben habe, dann ist dem Spiel egal, dass ich hier gespeichert habe. Aber trotzdem. Wir wollen ja nicht... Also, ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, null Leben zu bekommen, ne? Und dann bekomme ich das bestimmt auch nicht. Ja, das war der Drache, den ich ganz am Anfang gesehen hatte. Das war er schon. Okay, da. Ah, dann müssen wir doch... Okay, jetzt hab ich's. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo er versteckt ist. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, aber ich bin Kacknoob, lul. Also, sorry. So, und zwar denke ich, dass man von hier aus darüber schweben muss.
So, keine Risiken eingehen. Ich habe nur das eine Leben. Puh. Da ist noch ein Ei. Wir müssen bald sowieso alle 10 haben, bestimmt. Oder 20. Wahrscheinlich kommen sie mit 20 um die Ecke. Lass uns aber zuerst den Drachen befreien. Falls ich sterbe bei der Verfolgungsjagd und dann die Welt Rage quitte, sollte ich erst meinen Drachen befreien. Hallo, Kelvin. Vergiss nicht, dass diese blauen Diebe nicht nur in der Magic Crafter Welt Eier gestohlen haben. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ich komme mit drum. Kannst du nicht reden? Speichern. Oh Mann, du alte Kackbratte. Müsstest du jetzt nicht mit dem Ei hier durchlaufen? Dann geht's wahrscheinlich hier drumherum irgendwie nach da oben. Yes. Alles klar, wir haben alle Welten. Was? Nein, alle Eier. Dahin will ich wieder einfach. Jetzt weiß ich leider nicht mal, wo der Ausgang war. Ah, doch, den finde ich aber. Oh, da geht doch. Den finde ich wieder, denke ich. Ui, das war gerade knapp. Warte, hier waren wir noch gar nicht. Ein Leben. Yeah. Eine süße Muschel hat hier ein Leben für uns verwahrt. Und zum Dank sprengen wir sie weg. Wie viele gibt es eigentlich insgesamt? 500 wahrscheinlich, ne? 500 gibt es insgesamt. Wir haben 421. Ich denke, alle werden wir nicht sammeln. Und ich werde auch... Da war es doch schon. Da war doch schon nach Hause. Ah. Ich werde auch schon mal ankündigen, dass ich sowas von ragen werde, wenn wir, um das Spiel zu beenden, alle sammeln müssen. Ohne Ausnahme. Ich dachte, hier wäre nach Hause. Dann war hier gar nicht nach Hause. Oh oh. Ich werde doch jetzt ganz oft sterben. Integer Overflow wird erwartet. Hier geht's nach Hause. So ist das. So ist das recht. So, und wie wir die ganzen anderen Welten noch besuchen und weitere Drachen in die Freiheit entlassen. Hier habe ich ja bei den Magic Crafters habe ich ja alle, genau. High Caves wäre also noch und Wizard Peak. Aber diese Gebiete sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, sobald ich gespeichert habe. Sollte vielleicht das Video nicht beenden, wenn ich es noch gar nicht kann. Hier, High Caves, da fehlt uns einer. Und wir werden den holen in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Ciao.